Gude, heute gibt es wieder was sehr, sehr Leckeres, denn wir machen ein Zwiebel-Burger-Sandwich. Und wie ich dieses hervorragende Zwiebel-Burger-Sandwich gemacht habe, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute bringen wir mal zwei Komponenten zusammen, und zwar den Burger und das Sandwich. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, es gibt ein Zwiebel-Burger-Sandwich. Und was ist da essentiell wichtig? Natürlich die Zwiebel. Ich habe hier zwei so mittelgroße Zwiebeln. Im Übrigen, Hashtag Zwiebelliebe, viele Grüße gehen ins Sauerland an den Sebastian. Den habe ich schon eine Zeit lang nicht gesehen. Ach, ich freue mich schon wieder. Im Oktober werden wir uns wieder treffen. Das wird schön. Da fahren wir nämlich nach oben in den hohen Norden. Was wir da machen, das werdet ihr dann sehen. Das wird dann eine kleine Überraschung. Und wenn ihr die Zwiebel dann runtergeschnitten habt, dann könnt ihr sie nochmal grob durchhacken. Also nicht filigran, also nicht so in Mini-Stückchen, sondern einfach nur so grob, wie ich das hier mache, damit die Stücke nicht allzu groß sind. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hier, was kommt denn alles in dieses Zwiebel-Burger-Sandwich rein? Keine Panik. Am Ende vom Video gibt es dann die genaue Zutatenliste. Die könnt ihr euch dann abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder schreibt wie immer jemand in die Kommentare. Aktuell ist es die Denkfabrik, und liebe Denkfabrik, ganz viel Liebe geht raus an dich. Und natürlich braucht jeder Burger gutes Hackfleisch. Ich habe jetzt hier in dieser wunderbar glänzenden und silberfarbenen Schüssel ca. so 500 Gramm Hackfleisch drin. Was ihr jetzt für Hackfleisch nehmt, ob das jetzt reines Rind ist, ob das Schwein ist, ob das Lamm ist, ob das gemischt ist, ob das Huhn ist, ob das Fisch ist, das ist mir völlig glatte. Nehmt das Hackfleisch, das ihr gerne mögt. In dem Fall ist es reines Rindfleisch. Und daraus forme ich jetzt vier Kugeln. Denn heute machen wir nicht so klassische Patties, nein, wir wollen nämlich heute die Burger Patties quetschen, also smashen auf Neudeutsch gesagt. Das ist wieder so ein USA-Ding, ne? Das schwappt wieder mal so rüber. Da quetscht man seine Burger Patties, und das machen wir heute auch. Ist gar nicht so verkehrt. Ich bin da irgendwie auf den Geschmack gekommen. Ihr werdet aber auch gleich sehen, wieso ich das so cool finde. Jetzt gehen wir nämlich zum Grill, den habe ich schon mal vorbereitet. Da ist nämlich eine Plancha. Und unten drunter die Hitze, die habe ich nicht allzu hoch gemacht, weil ich gebe da jetzt ein bisschen Butter drauf. Und wenn die Hitze zu krass ist, dann verbrennt euch die Butter ganz, ganz schnell. Ihr seht das schon, die wird relativ schnell braun. Deswegen müssen wir auch schnell arbeiten. Ich lege die Hackfleischkugeln drauf. Und dann habe ich hier so einen Burger Smasher, der ist von Muesta. Den öle ich unten ein bisschen ein, einfach nur, damit das Hackfleisch nicht dran kleben bleibt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich so einen Burger Smasher her, den gibt es im Grillfachhandel. Oder ich gucke mal, ob ich es im Internet finde, dann verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wie ihr seht, ich quetsche jetzt das Hackfleisch zu Hamburger Patties. Und lasse jetzt ein bisschen anbraten. Und hier habe ich jetzt meine Zwiebeln. Und die gebe ich jetzt oben drauf auf die noch nicht angebratene Oberfläche. Das hat jetzt einen speziellen Grund, weil ich möchte, dass der ganze, ja, wie soll ich sagen, das sagt man heute auch so neudeutsch, the flavor muss ins Fleisch rein, versteht ihr? Und das möchten wir gerne haben, der Geschmack, das Aroma der Zwiebel soll ins Fleisch rein, deswegen benutze ich den Smasher nochmal. Und dann werden wir das Ganze wenden. Irgendwann. Und zwar jetzt. Das muss da ein bisschen geschickt vorgehen. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn euch Zwiebeln nebendran fallen. Das ist jetzt gar kein Problem. Aber wir wollen die Zwiebeln quasi jetzt so anbraten, ne? Und das ist... Glaubt's mir bitte, das gibt wirklich einen anderen Geschmack. Ich meine, ja, man könnte die Zwiebeln jetzt auch extra in der Pfanne machen. Das geht auch, aber... Glaubt mir, das ist noch ein bisschen ein Ticken anders da. Diese Aromen, die verbinden sich, das ist schon ganz gut. Der Smasher kommt jetzt nochmal zum Einsatz. Und liebe Leute, wenn ihr mich mögt, ja, habt aber meinen Kanal noch nicht abonniert, dann schämt euch. Nein, unten ist ein Button, da könnt ihr drauf drücken und könnt meinen Kanal abonnieren. Und ich würde mich über ein Abonnement natürlich sehr, sehr freuen. Vielleicht drückt ihr ja noch die Glocke. Ein Daumen nach oben wäre auch ganz schick, und wenn er kommentiert, freue ich mich umso mehr, liebe Leute. Vielen, vielen Dank dafür.
Jetzt habe ich hier 4 Toastscheiben, die werde ich ein bisschen antoasten. Und dann kommt jetzt oben auf die Burger ein bisschen geriebener Käse drauf. In dem Fall ist das jetzt Gouda. Ihr könnt aber auch gerne Cheddar nehmen. Emmentaler, Backkäse. Was weiß ich, was da noch für so Käse gibt. Da gibt es 1000 Käse, Füße Käse. Also ihr kennt diesen Stinkekäse. Macht den Käse drauf, den ihr gerne mögt. Und was ich vergessen habe, ich habe vergessen zu würzen. Das können wir aber jetzt nachholen und das mache ich mit einem Barbecue-Rub und zwar mit meinem Odenwälder Drachenpulver. Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung. Wo ihr Odenwälder Drachenpulver herbekommt, das steht unten in der Infobox. Da gibt es einen Link, könnt ihr draufklicken, könnt euch das Drachenpulver bestellen. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Ansonsten gibt es da oben in der Ecke jetzt auch einen Link. Und da geht es zu einem Video, da könnt ihr euch das Drachenpulver dann selber nachmischen, wenn ihr Fans davon seid, euch die Gewürzmischung selber nachzumischen. Das Toastbrot ist jetzt auch von allen Seiten schön angegrillt, so wie ich es gerne hätte. Ihr müsst das nicht machen, ihr könnt das gerne machen, das bleibt jedem selbst überlassen. Und jetzt gebe ich auf jede Scheibe etwas von meiner Burgersoße drauf. Wie man die macht, das verlinke ich euch mal da oben oder ihr sucht einfach auf meinen Kanal nach Burgersoße. Die ist wirklich grandios und super, super lecker, die passt hervorragend zu diesem Rezept. Ansonsten nehmt die Soße, die ihr gerne mögt. Und während ich jetzt die Toastscheiben hier mit der Soße eingeschmiert habe, konnte der Käse schmelzen. Ja, das sieht ja richtig, richtig gut aus. Und jetzt können wir unsere Sandwiches zusammenbauen. Theoretisch könntet ihr jetzt 4 Sandwiches machen, aber ich bin heute gut drauf. Wir machen das Ganze in Double. Deswegen gibt es heute 2 Sandwiches mit jeweils 2-mal Fleisch drauf. Wir brauchen jetzt nicht anfangen, irgendwelche Kalorien zu zählen oder hier jetzt ne, vom Herztod zu sprechen. Nein, das isst man nicht jeden Tag, das macht man ab und zu. Man kann sich ja so ein Ding auch teilen, wie man möchte. Ne? Also brauchen wir heute nicht drüber reden. Aber wir können drüber reden, dass es wirklich hervorragend ausschaut. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Das war jetzt eine relativ einfache Nummer, liebe Leute. Ich bin mir aber sicher, ihr möchtet das gerne mal nachmachen. Und damit ihr diese Zwiebelburger-Sandwiches nachmachen könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Hackfleisch, ihr braucht Toastscheiben, ihr braucht Zwiebel, ihr braucht Butter, ihr braucht geriebenen Käse, ihr braucht ein bisschen Drachenpulver und eine Burgersoße, liebe Leute. Und was soll ich jetzt sagen? Gar nichts, denn jetzt wird das Teil lecker, lecker probiert. Und hier haben wir es, unser Zwiebel-Burger-Sandwich. Ich habe es ein bisschen umgewandelt, denn in den USA nennt man das auch den Oklahoma Fried Onion Burger. Ja, aber ich habe mir gedacht, wir machen es ein bisschen anders. Man muss ja nicht immer dasselbe machen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Aber es sieht schon mal großartig aus. Den anderen, den habe ich schon mal abgegeben. Der ist auch quasi nicht mehr da. Der ist puff. Der ist weggeatmet worden. So, aber ich schneide ich den an, haue ich so. Komm, ich mache so. Gibt immer eine Sauerei. Burger müssen Sauerei veranstalten. Oh, sieht großartig aus. Mmh. Saftig. Fleischig. Zwiebelig. Käsig. Soßig. Einfach, boah. Liebe Leute, man soll ja mit vollem Mund nicht reden, aber das ist so gut. Das ist, das schmilzt. Das liegt nicht an der Sonne, das schmilzt im Mund. Das ist so großartig. Diesen Zwiebel, beziehungsweise dieses Zwiebel-Burger-Sandwich müsst ihr unbedingt nachmachen. Und damit ihr das könnt, ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Mmh. 'Cause I've been running this world.